habe ich mal probiert, Libellen zu fotografieren. Libellen fotografieren? Libellen zu fotografieren. Libellen fotografiert. Ja, hallo. Und zwar möchte ich heute Libellen fotografieren. Die Mücken sind überall. Der Nachteil hier in der Natur. Und naja, ich hoffe, dass ich hier ein paar Aufnahmen mache. Die sind verdammt schnell und naja, ich versuche mein Bestes zu geben. Hier ist eine schöne ruhige Ecke. Und ich hoffe, dass ich dann hier irgendwo ein paar Libellen auftreiben kann und fotografieren kann. Ja, gut, dann lasse ich mich mal überraschen und mal sehen, was ich hier fotografieren kann. Viele Vögel, aber leider sehe ich die nicht so. Aber ich wollte ja auch diesmal, wie gesagt, Libellen fotografieren. Und auch aus der Hand natürlich. Nicht nur mit dem Stativ. Also dank der Größe von diesem Objektiv ist das relativ einfach, muss ich sagen. Also wenn man es ruhig halten kann, ne? Weil so viel Gewicht ist das nicht und das ist wirklich ein großer Vorteil. Ja, die Reichweite sowieso, die Brennweite ist sehr gut. Also für schnelle Objekte hat sich das auch sehr gut bewährt. Der Autofokus rasend schnell, also wie gesagt, da habe ich nichts auszusetzen, bin ich wirklich sehr, sehr mit zufrieden. Ja, gut. Und dann mache ich mal weiter und versuche noch ein paar Libellen zu fotografieren. Ich war jetzt hier schon zwei, drei Mal, aber leider ist der Wind immer zu stark oder meine Allergie. Naja, heute geht es mit der Allergie, aber trotzdem ist noch ein bisschen Wind, das ist immer ganz blöd, weil auf den dünnen Ästen oder Sträuchern, wo die Libellen sitzen, da ist der Wind natürlich nicht gut und tja, da habe ich dann Schwierigkeiten, die zu fotografieren. Sind ja auch ganz schön flink, die Jäger, aber mal gucken, ob das heute klappt und tja, schauen wir mal, was ich so für Aufnahmen mache.
schöne Libellen fotografieren können. Ich hoffe mal, dass die Bilder was geworden sind. Leider bin ich noch in so einen blöden Graben reingetreten. Den habe ich leider ein bisschen unterschätzt. So ein Wassergraben, Bewässerungsgraben. Da habe ich leider das Ende nicht gesehen von dem Ufer. Es war sehr zubewachsen und tja. Da bin ich halt voll daneben getreten und dann war ich drin. Ne? Naja, kann passieren. Wie gesagt, ich habe jetzt schöne Aufnahmen gemacht und hoffe jedenfalls und werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen und mir dann die Fotos mal angucken.